Sie blicken auf eine lange Verlagsgeschichte zurück. Wie hat sich denn das Verlagswesen so grob umrissen in den letzten Jahren entwickelt? Ja, wir blicken auf 229 Jahre Verlagsgeschichte zurück. Und wenn man das sich anguckt, dann hat sich natürlich sehr stark verändert im Laufe der vielen Jahrhunderte, kann man in dem Fall ja sagen. Aber in den letzten 10 Jahren und insbesondere in den letzten 3 Jahren hat sich gewaltig was geändert. Wir haben eine Veränderung in der Handelslandschaft. Wir haben Konzentration bei den Händlern, wir haben eine Konzentration bei den Anbietern, aber wir haben vor allem auch eine Digitalisierung unseres Marktes. Und diese Digitalisierung bedeutet für uns, dass ganz viel von dem, was wir gewohnt sind als Buchverlag, nicht mehr so funktioniert. Und wir müssen uns auf diese neuen Gegebenheiten einstellen. Und welche Rolle spielen bereits Begriffe wie Cross-Media oder Mobile Publishing? Die spielen eine große Rolle. Wir sind im Augenblick in so einer Zeit, glaube ich, wo die Buchverlage anfangen, ihre Inhalte so aufzubereiten, dass sie überall da gelesen werden können, wo Leser diese Bücher oder diese Texte lesen wollen. Ich glaube, das ist die Grundaufgabe eines Buchverlages immer gewesen. Wir kriegen den Text eines Autoren, der Autor sagt, das veröffentliche ich gerne, und wir als Verlag müssen sagen, okay, wir machen das, wir veröffentlichen das. Und wo sind denn unsere Leser? Wie teuer darf das Buch sein? Wo müssen wir das hinbringen? Wo sind die Kunden? Und seit eben einigen Jahren sind die Kunden eben nicht mehr nur in der Buchhandlung oder bestellen von zu Hause bei einem Versender, sondern nein, die wollen auch bei elektronischen Ausgabegeräten lesen, die wollen auf einer mobilen Applikation lesen, die wollen jedenfalls da lesen, wo sie früher nicht lesen konnten, einfach weil die Technologie noch nicht da war. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, uns darauf vorzubereiten und dort zu sein, wo der Leser oder die Leserin jetzt ist. Und Cross-Media ist im Grunde ja nur ein Oberbegriff dafür, dass es eben verschiedene Formen gibt, diese sogenannten Contents zu erfassen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Contents dann eben überall dort so aufbereitet sind, wie sie dort gebraucht werden. Und den Leser dort abfangen, wo er ist, war das auch der Grund, warum Sie so in den sozialen Netzwerken so stark vertreten sind? Ach, vielleicht sind wir gar nicht stark genug vertreten, aber es ist eine neue Kommunikations- oder neu kann man ja jetzt mittlerweile nicht mehr sagen, aber es ist, sagen wir mal, wenn man jetzt über die Jahrhunderte spricht, es ist eine neue Kommunikationsebene, ein neues Forum, und da müssen wir hin, weil wir dort auch Leser und Leserinnen vermuten und mit denen auch sprechen wollen. Wir sind insgesamt in einer Welt, in der sich das Wahrnehmen von Büchern einfach verändert hat. Wir kommen aus einer Welt, in der Bücher gelesen wurden, Rezensenten darüber geschrieben haben, das veröffentlicht worden ist. Und wir kommen in eine Welt, in der nennen das ja mal Empfehlungsmarketing, in dem also Leute was gelesen haben, wahrgenommen haben, es gilt ja für DVDs oder mittlerweile auch für Elektrogeräte, für eigentlich alles, und dann sagen an bestimmten Plätzen, das hat mir so und so gefallen, andere dann dieses lesen und sagen, hey, das hat mir gefallen, wenn dem das aus den und den Gründen gut gefällt, gefällt mir das ja vielleicht auch, und so wird entsprechend dann plötzlich ein Buch aus ganz anderen Motivationen gekauft als früher, wobei die Motivation eigentlich sogar gleich ist, denn auch früher haben Buchhändler gesagt, das kann ich Ihnen empfehlen, oder Freunde, lies doch mal das, das habe ich mit großem Vergnügen gelesen, und im Grunde ist ja das Gleiche, nur eben nicht mehr so analog, also zwischen dir und mir, sondern eben auf einer virtuellen Ebene. Da das so ist, müssen wir da also hingehen und beschäftigen uns dann eben dort mit unseren Inhalten und vor allem unseren Leserinnen und Lesern. Mal ganz provokant gefragt, Sie hatten das ja jetzt auch in der Diskussionsrunde schon, diese Frage, das klassische Verlegen, wird es in ein paar Jahren überhaupt noch existent sein? Das ist eine provozierende und gleichzeitig aber dann doch dermaßen umfangreiche Frage, dass wir wahrscheinlich das Sendeformat überschreiten müssten. Ich persönlich glaube daran, dass sich vieles ändert, aber die Rolle des Verlages im Groben bleibt. Denn auch wenn es jetzt Self-Publishing-Möglichkeiten gibt, auch wenn jetzt Autoren dazu beitragen können, sich selbst wahrnehmbarer zu machen, erstmal kommt es immer darauf an, dass man eine Information überhaupt durch diesen Lärm an Informationen durchbringt. Es gibt so viele Quellen von Informationen und es ist für jeden schwierig, sich da noch zu informieren und Übersicht zu behalten. Und ein Sortierkriterium ist eben der Absender. Und ein Absender ist zum Beispiel im Plattenbereich ein Label und im Buchbereich eben ein Verlag. Und man hat schon mal eine erste Orientierung, was könnte das denn bedeuten? Ein Autorenname ist natürlich häufig noch mehr eine Orientierung. Diese Orientierungsstellen jedenfalls, Autorenname, Verlagsname, vielleicht auch Preis, Ausstattung, im elektronischen Bereich auch vielleicht die Plattform, wo man hingeht, die Art, wo man kommuniziert, das sind Hilfestellungen, um überhaupt bekannt zu werden oder wahrgenommen zu werden. Und das ist unsere Aufgabe in der Zukunft, die der Verlage. Und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass die Autoren und die Rechtegeber, das sind ja nicht immer nur Autoren, sondern auch Agenturen, darauf vertrauen, dass wir Verlage das auch gut machen und dass das Selbstveröffentlichen ohne die Unterstützung von uns tatsächlich ein schwierigeres Experiment ist, mehr Aufwand bedeutet und vor allem eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen.
Sind Sie persönlich der Meinung, dass wir in ein paar Jahren noch so ein klassisches gedrucktes Buch in den Händen halten werden? Ja, ich bin überzeugt davon, dass es gedruckte Bücher in Zukunft auch geben wird. Ich glaube, das ist ähnlich wie im Musikbereich auch, dass der klassische Bereich nicht aussterben wird. Die Frage ist ja immer nur, wie verteilt sich das? Und da bin ich eher etwas vorsichtig in der Prognose. Aber fest steht, wir müssen es gedruckt vorlegen, wir müssen es elektronisch vorlegen und in welcher Form auch später vielleicht immer noch. Und das machen wir auch. Und ob das am Ende 30%, 50, 80, 90% Anteil sind, finde ich, spielt dabei gar nicht so eine große Rolle. Aber wir werden, ähnlich wie bei den Schallplatten, wo es immer noch Vinyl gibt, CDs gibt, aber mittlerweile auch Blu-rays, die nur Musik spielen, oder DVDs, Audio und eben auch die vielen Download-Möglichkeiten, werden wir auch bei den Inhalten, die wir anbieten, verschiedene Ausgabeformen haben.